grüße euch. Mein Name ist Andrea Susanna Medici. Ich möchte ein Horoskopdeutung veröffentlichen und es ist das Horoskop von Victoria. Sie hat mir das erlaubt, das hier bei YouTube-Kanal zu veröffentlichen, aber das ist ihr Horoskop, ihr Geburtshoroskop. Was sie besonders interessiert, die tiefe Geheimnisse. Und ich begrüße dich, Victoria, das ist deine Aufnahme, dein Horoskop und schauen wir an und ich fange schon an. Dass dich die tiefe Geheimnisse interessiert, ist kein Wunder. Du bist in Tierkreiszeichen Skorpion geboren. Du hast von Natur aus diesen Wunsch, diese Energie, immer nach den Geheimnissen zu forschen. Das ist so typisch für Skorpion. Das kommt auch von Pluto Energie, weil Pluto herrscht über die Tierkreiszeichen Skorpion und das ist der Bereich der Geheimnisse, die Verborgenen, das Unbewussten. Also es ist kein Wunder, dass da Interesse hast. Diese Energie wirkt bei dir im 10. Haus. Das bedeutet, das ist deine Berufung. Du kannst das im Beruflichen umsetzen. Zwar nicht nur die Skorpion wirkt in deinem beruflichen, sondern die Tierkreiszeichen Waage auch. Das heißt, du machst das mit Leichtigkeit, das kannst du schön in Form zu bringen und ausgleichen alles und du brauchst im beruflichen Umfeld Harmonie. Das ist wichtig für dich, sonst fühlst du dich nicht wohl. Du bist schon ein Mensch, wo sehr große Bedürfnis hat nach Freundschaften. Hast dein Mond auch im Skorpion im 11. Haus und das sind Freundschaften. Und so erlebst auch die beruflichen Situationen. Für dich ist es wichtig, dass du intim arbeitest, dass du Freundschaften hast, dass es alles harmonisch ist. Ob das für dich wirklich gut ist oder solltest lieber eigenen Wege gehen, das werden wir noch untersuchen. Uranus ist ein Planet für Umbrüche, Veränderungen. Aber Uranus ist auch ein Planet, was außergewöhnlich ist. Also es tanzt aus der Reihe. In deinem MC, das ist der höchste Punkt im Horoskop. Das Ziel, was du erreichen kannst, wo du Anerkennung und Bewunderung bekommst, deine Berufung zu leben, genau in diesem Punkt steht Uranus. Das bedeutet, das ist keine Arbeit in dem Sinne, etwas zu, einen Job zu ausüben. Es ist nichts Bürgerliches. Es ist ein Beruf, was dich was Besonderes macht. Dein Weg, was Eigenes oder etwas Außergewöhnliches. Übrigens Uranus auch die Planet für Astrologie. Also das wäre auch ein Bereich, was sehr gut zu dir passen würde. Dieser uranische Einfluss in deine Berufung, ich betone das nochmal, Berufung, also nicht die Job, was du ausübst, sondern deine wahre Berufung bringt dir Glück in Finanzen. Also das macht dich reich. Dein Mond befindet sich auch im Tierkreiszeichen Skorpion im 11. Haus. Das heißt, für dich ist für deine Gefühle sind auch wichtig, Freundschaften zu pflegen. Das haben wir auch besprochen. Aber in diese Themen Freundschaften gehen wir nochmal ein. Dein Aszendent ist Schütze. Auch im 12. Haus, wo auch die Geheimnisse darstellt, was hinter den Kulissen ist, ist auch noch ein Bereich von Schütze.
Dieses zwölfte Haus, dieses mystische zwölfte Haus, das war die Zeit vor deiner Geburt. Das heißt, die Aszendent bedeutet, dass du in diesem Augenblick geboren bist. Und dieser Moment, wo du deinen ersten Atemzug geholt hast, ist die Tierkreiszeichen Schütze in Osthorizont aufgestiegen, hat dir ein Kostüm gegeben, hat dich begrüßt. Und das ist diese Schützeneigenschaften, wo du dich darstellst, wie andere dich wahrnehmen, deine Auftreten, deine Ausstrahlung. Aber kurz davor, in diesem mystischen zwölften Haus, sind geheime Botschaften. In deinem Geburtsmoment ist es noch ein, zwei Stunden etwa vor deiner Geburt. Das heißt, du bist noch in diesem Zeitraum im Mutterleib, aber du weißt, in jedem Augenblick kommt die Geburt. Und da in diesen paar Stunden, in diesen ein, zwei Stunden, sind wichtige Informationen, besonders für Menschen, die wo im zwölften Haus auch Planeten haben, so wie du hast da Planeten. Und das ist Venus und Neptun, beide Planeten. Bei Venus geht im Harmonie und Schönheit und Frieden. Und du findest das in dein Inneren, das ist zwölfte Haus, bei Zurückgezogenheit. Und Neptun, das werde ich extra erklären, wenn wir diese Toren öffnen. Weil Neptun steht in diesem Tor zu dem zwölften Haus. Das werden wir dann noch besprechen. Wir wissen auch, dass momentan Saturn, was unser Schicksal formt und unser Leben formt, ist gerade im Tierkreiszeichen Schütze. Ist bei dir noch im zwölften Haus. Das heißt, schau hinter den Kulissen. Erkenne die Geheimnisse. Lerne etwas draus. Und das ist die Saturn-Energie momentan, was dich berührt als Aszendent-Schütze und wird aber bald in dein Aszendent erreichen. Das heißt, dich persönlich berühren, dieser Planet. Es ändert sich deine Persönlichkeit, auch deine Ausstrahlung, auch dein Auftreten und auch dein Äußeren. Das werden wir auch noch besprechen, wenn wir, ich habe diese Transite aufgeschrieben, das werden wir noch einzeln noch drauf eingehen. Du hast in dein Geburtshoroskop ein Jodfigur. Und Jodfigur bedeutet, dass das drei Planeten miteinander verbunden sind, bilden sich ein Dreieck und alle drei Planeten in verschiedenen Elementen stehen. Also einmal ist bei dir Saturn im Krebs, das heißt Wasserelement. Dann einmal Neptun in Schütze, das heißt Feuerelement. Und einmal Jupiter in Wassermann, das heißt Luftelement. Das ist eine Figur in dein Horoskop. Das heißt, es kommt nicht so einmal im Leben vor, sondern diese Figur prägt dich ein bisschen. Und es übt einen Einfluss aus an großen Entscheidungen im Leben. Und gerade wenn du vor Entscheidungen stehst, wie ich weiß von dir, dass du jetzt gerade bei beruflichen Entscheidungen stehst. Also, das heißt, du änderst dich gerade beruflich, stehst vor beruflichen Entscheidungen.
Und gerade wenn solche große Entscheidungen im Leben kommen, wie jetzt bei dir beruflich, wirkt diese Figur. Weil das gehört zu dir, das ist schon deine Persönlichkeit. Und wenn bei diesen Entscheidungen drei Elemente gleichzeitig wirken, das verunsichert ein bisschen. Weil einmal kommt die Feuerelement, das ist die Begeisterung, die Mut, die Freude, auch aktiv. Dann kommt das Luftelement, die Leichtigkeit, auch aktiv. Also du möchtest aktiv sein und bist ungeduldig. Du bist begeistert, du spürst diese Leichtigkeit, bist mutig. Das heißt, du möchtest eigentlich das schon umsetzen. Und die dritte Element, das Wasser, wo dein Gefühl sagt, oh, das klappt noch nicht ganz. Dein Gefühl sagt, oh, ich soll lieber abwarten. Oder dieses Gefühl Unsicherheit. Oder ein bisschen Zweifel vielleicht. Das heißt, es kommt Gefühl dazu, was das bremst. Du erlebst momentan bei deiner beruflichen Entscheidung. Aber diese Energie oder diese Mischung von diesen Elementen begleitet dich lebenlang. Das heißt, bei großen Entscheidungen in deinem Leben bist begeistert, bist aktiv, fühlst diese Leichtigkeit, diese Freude und dann kommen deine Gefühle, die Wasserelemente sind Gefühle, die Gefühle dazu und dann plötzlich deinen Gefühlen vermitteln dir Unsicherheit oder ein bisschen Zweifel oder Ängste und dieser emotionale Zustand bremst dich dabei ab, dass du das auch mutig umsetzt. Und wie kommt man damit klar? Wie kommt man damit klar? Du hast auch eine Sonne-Mars-Opposition. Und das bedeutet, die liegen gegenüber. Sonne im Skorpion, Mars im Stier. Liegen genau gegenüber. Das ist eigentlich so Vaterbild und auch ein männliches also Vaterbild, was sich so wie rote Faden zieht, auch Bezug zu den Männern, dass da etwas zum Ausgleichen möchtest. Da gehen wir aber auch noch drauf ein. Das heißt, diese Mars-Energie, was in Opposition zur Sonne steht, diese Mars-Energie würde dich dabei helfen, diese Jod-Figur auszugleichen bei Entscheidungen, dass du mutig das umsetzt, weil deinen Gefühlen, dein Zweifel, deine Unsicherheit bremst dich dabei. Also Mars wäre der Planet, wo das umsetzt, diese Kraft, alles in Bewegung setzen, klare Entscheidungen treffen, aber auch umsetzen, mutig umsetzen, sich beweisen im Leben, diese Kraft zu haben. Aber du musst es etwas ausgleichen mit der Sonne. Und das sind die Klarheit. Das bedeutet, ich versuche das so zusammenzufassen. Also nochmal zu dieser Jodfigur zurück. Jedes Mal, wenn du eine wichtige Entscheidung in dein Leben triffst, wie jetzt gerade die Berufung, spürst die Begeisterung und die Leichtigkeit. Was dich dabei hindert, deinen Emotionen, das bremst dich ein bisschen. Das sind die Ängste und die Zweifel, die Unsicherheit. Was dich helfen könnte, das wirklich trotzdem umzusetzen, diesen Mut zu haben, diese Schritte zu machen, das wäre die Mars. Aber Mars muss auch etwas ausgleichen und das ist die Klarheit. Und das ist die Waageschale. Und das bringt dich auch unsicher, weil musst du etwas klar sehen. Das heißt, für dich hilft
immer bei diesen Entscheidungen, wenn du klar, in klarem Verstand und klar etwas siehst, dann nämlich verschwindet dich deine Unsicherheit. Es kann sein, weil Sonne ist auch Vater, dass das von deiner Kindheit auch kommt, dass dir dieses Sicherheitsgefühl, dass du dich fallen lassen könntest und diese Begeisterung und diese Leichtigkeit, was an dir hast eigentlich, dass du auch diese Leichtigkeit und diese Begeisterung leben kannst, das vermute ich mal, dass das von dem Vaterbild etwas gebremst war. Du hast von dem Vater erwartet, dass dir die Bestätigung gibt, dass dich da unterstützt, dass dir Mut gibt und sagt, mach mein Kind, das machst du richtig. Das hat etwas gefehlt. Und daher kommt, das ist nach meiner Meinung nach die Quelle, dass du im Leben bei diesen wichtigen Themen, also nicht im Alltag bei kleinen Entscheidungen, sondern wirklich in diesen wichtigen Themen im Leben diese Vaterfigur fehlt, wo dir im Schulter klopft und sagt, ah, oh, mach doch das, das begeistert dich, du spürst auch die Leichtigkeit, sei mutig, du erreichst es, du kannst das. Also du brauchst erstes Mal die Klarheit, welche Richtung soll das gehen, weil wenn diese Klarheit fehlt, dann fühlst du dich unsicher. Und dir hilft, wenn dir jemand dabei unterstützt, so wie deine Kindheit, hast du auch diese Erwartungen vom Vater gehabt, mal war da, mal weniger, und war aber nicht diese Beständigkeit, was du als Kind gebraucht hättest. Und dieses Gefühl trägst dir immer noch. Also das wäre für dich eine Erleichterung, wenn jemand dich ein bisschen hilft bei Orientierung und gibt dir Mut und Stärke, dann setzt du das auch um, weil die Kraft hast du, die Begeisterung hast du, die Leichtigkeit hast du auch, bist keine ängstliche Person. Aber diese Energie meldet sich nur, wenn da wirklich große Entscheidungen in dein Leben kommen. Wie jetzt gerade in deinen beruflichen Situationen. Das ist so typisch für diese Jodfigur und das ist typisch für diese Sonne-Mars-Ausgleich, was zurückgeht im Vaterbild und die Kindheit. Dann, wo du noch eventuell Themen hast, das in deinem Selbstwertgefühl. Wurde nicht gestärkt. Wenn das so ist, wie bei vielen Menschen auch, dann musst du eben selber machen, dass du selbst deinen Werten bewusst bist. Da werde ich bei den einzelnen Häusern, wenn wir die Türen öffnen, nochmal drauf eingehen und dann willst du das auch verstehen. Also wichtig ist zu erkennen, dass du berufliche Ziele hast, dass du eine wahre Berufung hast. Das ist ein ungewöhnliches Beruf, was außergewöhnlich Uranus-Thema. Da passt auch die Astrologie sehr gut dazu. Und wenn du deine Berufung lebst, und mit deinen eigenen Werten bewusst bist, hast du Glück in Finanzen, weil die Reichtum liegt in dein Horoskop, liegt das Glück dabei. Nicht nur das Glücksplanet Jupiter in deinem zweiten Haus, sondern ich habe auch das Glückspunkt auch ausgerechnet. Dein Glückspunkt liegt auch im Finanzhaus, also im Finanzen, das ist das zweite Haus. Eigentlich bist du beliebt, hast du viele Freunde und
hilfst du auch anderen, also bist du auch sehr tiefgründig und feinfühlig und sozial eingestellt. Und du kannst auch selbst was erreichen, wo etwas dich bremst bei Entscheidungen treffen. Und wie ich schon sagte, das sind nicht kleine Entscheidungen im Leben, wie zum Beispiel, welche Kleid soll ich kaufen, sondern wirklich große Veränderungen im Leben, dann deinen Emotionen, deine Unsicherheit bremst dich ein bisschen. Und wenn jemand dir hilft, eine Richtung zu geben oder erläutert es oder gibt dir Mut, diese vaterliche Art hat, das kann auch eine Frau sein, also muss nicht ein Vater oder dein Vater Ersatz sein, sondern einfach, was man so gütige Vater macht, wenn dir jemand unterstützt und Mut gibt und Kraft gibt, was männliche Energie ist, dann eigentlich bringst es alles zum Erfolg, weil dann verlierst du deine Ängste. Und wie ich schon sagte, ich erkenne das so, dass der Grund liegt in deiner Kindheit. Und das ist so mal kurz in dein Geburtshoroskop. Und schauen wir mal an, welchen Planeten wirken gerade in dein Leben. Die Sonne berührt dein Geburtsvenus. Und bei beiden, auch bei, nicht Venus, Merkur, Entschuldigung, also die Sonne berührt gerade dein Merkur. Das heißt, die Sonne bestrahlt dein Geburtsmerkur. Das sind die alltäglichen Dinge, was so dich gerade so betrifft im Augenblick. Und bei Merkur handelt es sich um eine Nachricht. Und diese Nachricht bringt dir Klarheit. Die Sonne bestrahlt das Gut, sehr schön. Das heißt, dein Geburtsmerkur ist aktiviert von der Sonne. Durch eine Nachricht kommt Klarheit. Diese Nachricht ist gut. Also bringt dir diese Nachricht Glück. Es erläutert etwas. Dieser Bereich, wo das zum Erwarten ist, also diese Nachricht, schaue ich wieder in dein Geburtshoroskop, das kommt von deinem Freundeskreis, deinem Bekanntenkreis. Das heißt, das, was im Augenblick erwarten kannst, dass eine Nachricht nähert sich, bringt Klarheit, bringt Glück und die Menschen in deiner Umgebung, deinen Bekanntenkreis, kommt diese Nachricht. Die bewegende Merkur berührt deinen Mond, dein Geburtsmond gleichzeitig, hängt mit dieser Nachricht zusammen. Also das ist nicht nur, dass diese Nachricht dir Glück bringt und Klarheit bringt, sondern berührt auch deine Emotionen. Das ist erfreulich, das ist schön. Du freust du dich über diese Nachricht. Die Venus, die Planet der Liebe, ist gerade in dein Aszendent, was dich persönlich im Augenblick berührt, wo Themen hast, jetzt nicht in die negativen Sinne Themen, sondern das ist aktuell bei dir, so ist richtig formuliert. Also bei dir ist Liebe, Partnerschaft aktuell, weil die Liebesplanet bewegt sich gerade in dein Aszendent, das heißt, das berührt dich persönlich. Das ist nicht nur die Liebe betrifft oder Liebe Partnerschaft betrifft, natürlich das auch, sondern das ist auch die Weiblichkeit, dein Aussehen. Wir wissen, die Aszendent ist die Ausstrahlung, das Aussehen auch, wie andere uns wahrnehmen. Das heißt,
du wirkst gerade sehr weiblich. Du hast eine sehr weibliche Aussehen und auch wichtig ist, dass du schön kleidest oder schminkst. Also du strahlst Weiblichkeit aus. Also wenn ich das zusammenfasse, was du im Tagen erlebst oder was damit du rechnen kannst im Augenblick, erstes mal eine gute Nachricht, das berührt deinen Emotionen, bringt dir auch Klarheit, das kommt von deiner Umgebung, von dem Bekanntenkreis und dass du gerade in Venus-Einfluss stehst, was deine Weiblichkeit betrifft, dass du diese Ausstrahlung hast, du bist sehr anziehend als Frau, vielleicht achtest mehr auf deinen Aussehen, dass das schön ist und natürlich auch berührt dich die Liebe. Nicht nur Venus, also diese Venus-Energie ist nicht ein Durchlauf jetzt in dein Aszendent, sondern übt einen Einfluss auf dein Aszendent, weil Venus befindet sich gerade in Tierkreiszeichen Waage, aber steht im gleichen Gradzahl wie dein Aszendent, also bestrahlt diese Venus-Energie dein Aszendent. Aber es nähert sich, weil bald befindet sich die Venus dann in Tierkreiszeichen Schütze, so etwa in 2 Monaten, dann berührt dich das nochmal persönlich. Nur korrigieren, dass da nicht Missverständnisse entstehen. Das heißt, Venus bestrahlt dein Aussehen, dein Aszendent positiv, sehr schön, ist ein guter Einfluss. Und natürlich deine Weiblichkeit. Und etwa in 2 Monaten berührt dich das so persönlich und dann kommt es noch stärker im Ausdruck. Deine Weiblichkeit, die Liebe, Partnerschaft wird auch ein wichtiges Thema sein. Aber nicht nur Venus, die weibliche Liebesplanet, sondern Mars, die männliche Liebesplanet, ist gerade, es war schon in dein Aszendent, aber es bewegt sich Mars auch in die Nähe von deinem Aszendent, auch in Schütze, also in dein erstes Haus. Das heißt, ein Mann kommt auf dich zu. Oder du hast gerade, erlebst du etwas in der Liebe, Partnerschaft. Weil nicht nur die Venus bestrahlt dich gerade, sondern eine männliche Person, der Mars, ist persönlich da. Und das ist Glück, das ist wahres Glück. Beide wirken sehr positiv. Diese Mars-Energie in die Nähe von Aszendent und dein erstes Haus ist nicht nur der Mann oder die Liebe verbindet mit Venus, sondern auch deine Durchsetzungskraft bedeutet auch. Mars brauchen wir im Leben uns durchsetzen. Und du hast gerade diese Kraft und nützt diese Kraft, dich zu beweisen. Jupiter, das große Glücksplanet, nähert sich zu dein Pluto, berufliche Situation. Eine Wandlung bei dir beruflich, eine berufliche Wandlung, sehr schön bestrahlt. Hast du Möglichkeiten, hast du Chancen, eine Wandlung, eine berufliche Veränderung zu machen? Und Jupiter, dieses Glücksplanet, ermöglicht dir das. Und es kommt die Energie von Jupiter ab 3. Oktober dieses Jahres, also ab 3. Oktober 2016, öffnet sich bei dir etwas beruflich, das heißt, kommt berufliche Veränderung, gehst in eine ganz andere Richtung, es wandelt sich etwas dir beruflich und das ist schon die 10. Haus,
Das heißt, du lebst deine Berufung. Es ist nicht nur die 10. Haus, sondern es ist die Grenze zwischen 10. und 9. Haus. Also beide wirkt diese Waage, dein MC, dein höchster Punkt im Horoskop, die Berufung ist Waage, aber wirkt auch Skorpion, wie ich schon sagte. Also Skorpion wirkt auch im 10. Haus, aber diese 10. Hausspitze, diese MC, das ist die Grenze zwischen 9. und 10. Haus. Und da in diesem Bereich wirkt gerade Jupiter, das heißt nicht nur die berufliche Wandlung, sondern wirkt in beiden Haus. Dieser Jupiter-Einfluss wirkt wohl in deine Berufung, aber auch im 9. Haus. Und das auch Ausbildung, ein Studium, aber auch Reisen, große Reisen. Es ist nicht nur die Entfernung, die Ausland, die große Reise, sondern auch das innere Reise, die innere Reise nach innen in die Tiefe, aber auch Schulungen. Das heißt, bei dir ändert sich etwas, kommt etwas Neues beruflich, du findest deine wahre Berufung, die Möglichkeiten und Chancen sind da, öffnet sich Türen und du machst eine Ausbildung. Saturn formt ein bisschen die Schicksal, läuft gerade in Tierkreiszeichen Schütze. Das ist nicht nur dein Aszendent, sondern ein Teil noch im 12. Haus, was auch die Verborgenen ist. Und dieser 12. Haus lernt dich, Saturn, auch hinter den Kulissen zu schauen. Und ich habe bei Freundschaften schon erwähnt, ich gehe auf diese Themen nochmal ein und das ist jetzt gerade im Moment. Also schau hinter den Kulissen. Hast du wirklich nur wahre Freunde oder hast du auch Feinde? Weil dieser 12. Haus nicht nur die Verborgenen oder was hinter den Kulissen steht, sondern auch die Feinde. Auch. Und gerade das ist deine Lernaufgabe im Augenblick, die Augen öffnen und deinen Feinden auch erkennen. Du bist zwar beliebt, hast aber auch Menschen, die dich enttäuschen. Und das ist gerade deine Lernaufgabe, da mal die Geheimnisse das auch zu erforschen und mal hinter den Kulissen zu schauen, was sprechen sie hinter deinen Rücken. Dieser Saturn belehrt dich jetzt gerade in diesem Bereich, wird erreichen dein Venus auch im 12. Haus. Venus im 12. Haus ist die Verborgenen, die Geheimnisse. Das kann Kunst sein. Das kann wirklich die verborgenen Schätze zu holen im Leben. Alles, was so mystisch ist, auch das rauszuholen. Das kann auch eine geheime Liebe auch sein. Und das erreicht dein Schicksal, dein Schicksalsplanet, am 21. Dezember dieses Jahres und wirkt bis 30. Dezember. Das berührt deine Emotionen, dann schaust hinter dem Kulissen und in diese verborgenen Schätzen. Also ich wiederhole die Datum, intensiv wirkt Saturn, das heißt schicksalhaft kommt etwas. Das kann Kunst sein, das kann auch Glück sein, was noch im Verborgenen liegt, kann auch eine Liebe sein. Und diese Energie stehst du intensiv zwischen 21. Dezember bis 30. Dezember dieses Jahres, also 2016.
Saturn erreicht dann, weil eben die Schütze, Tierkreiszeichen in Schütze befindet, erreicht dein Aszendent, berührt dich persönlich und formt deine Persönlichkeit. Und es wird 16. Januar 2017 sein und wirkt intensiv bis 28. Februar 2017. Ich wiederhole, zwischen 16. Januar bis 28. Februar 2017. Gleichzeitig, also genau in diesem Zeitraum, bestrahlt Jupiter deine Berufung oder das, was dich so persönlich berührt, was bei dir persönlich durch diesen Saturn-Einfluss wirkt, das kommt in deine beruflichen Situationen. Und da hast Möglichkeiten, da hast Chancen. Das heißt, deine Persönlichkeit ändert sich und hast Glück im beruflichen Umfeld mit deiner Berufung und hast eine ganz andere Persönlichkeit oder ganz andere Ausstrahlung oder es formt dich persönlich. Hilft die berufliche Situation, also spielt die beruflichen Umfeld, deine berufliche Situation dabei eine Rolle, dass du dich persönlich veränderst und eine ganz andere Ausstrahlung hast, weil einerseits wirkt Saturn in deine Persönlichkeit und im gleichen Zeit wirkt Jupiter in dein beruflichen Umfeld und es wirkt zeitlich ist es dasselbe. Du hast in Vergangenheit, ich weiß nicht, was du erlebt hast in diesem Zeitraum, aber etwas hat dich richtig gekränkt. Und das war Oktober, November 2015. Diese Situation, was dich gekränkt hat, oder war Krankheit, das ist die Chiron, hat einen Einfluss bekommen von außen. Überleg mal, was das genau war. Das ist jetzt vorbei. Oktober, November 2015. Entweder warst du krank oder war in deinem Leben eine schwierige Phase, eine Situation, was dich gekränkt hat. Beruflicher Umbruch, wo du wirklich so richtig starten kannst. Und das ist nicht die Alltag oder die Job, was du ausübst, sondern ich meine damit die wahre Berufung, dieser Uranus in Spitze deines Horoskopes, wo sagt, mach einen außergewöhnlichen Beruf, dazu bist du geboren. Uranus hat auch mit Astrologie zu tun, weil das ist der Himmelsvater in der Schöpfungsgeschichte und bei Uranus, Planet Uranus in beruflichen Haus, sechste Haus oder zehnte Haus, hat einen Zugang zu Beruf Astrologie. Und das hast du auch, zwar in die höchste Punkt in dein Horoskop, also das würde dich in die Spitze zu bringen. Und da startest du so richtig durch oder beginnst es zum Umsetzen, deine wahre Berufung. Das wird ab 16. Mai 2018 sein. Zurück nochmal zu Sonne und Mars, weil das ist Vaterthema, aber auch mit Männlichkeit. Eine Seite möchtest ein Mann zu haben, wo du aufschauen kannst, bewundern kannst. Wo wirklich was zum Sagen hat oder Macht hat. Du fühlst zu diesem Männer hingezogen. Andererseits möchtest du selbst auch stark sein, also du lässt dich nicht unterdrücken. Und das ist dieser inneren Wunsch auch und es geht die Energie wieder zu Vaterbild. Das heißt,
Als Kind könnte ich mir so vorstellen, hast du einen Vater gewünscht, wo du bewundern kannst, weil er stark ist, weil er weiß, was er will, was er sich durchsetzen kann. Kann sein, dass teilweise dein Vater dir das vermittelt hat, weil das liegt nicht negativ da. Aber es gaben auch Momente, wo dein Vater du anderes erlebt hast, wo er unglücklich war, wo er den Kopf runtergehängt hat. Und das hat dich irgendwie auch mitgenommen, traurig gemacht. Und du hast diesen inneren Wunsch, vielleicht spielt sich, und ich glaube sogar, in dein Unbewussten, dass du diese fehlende Vatereigenschaften, wie gesagt, ich möchte nicht sagen, dass dein Vater dich nachverlässigt hat oder schwach war, gar nicht, sondern als Kind hast du dieses Bedürfnis gehabt, dass dein Vater wie ein König dasteht, weißt, was er will und du kannst ihn bewundern. Er hat das teilweise dir vermittelt. Teilweise aber nicht, weil so wie im Leben auch, wir haben alle Probleme. Oder sind wir mal wirklich, fühlen wir uns niedergeschlagen. Also das ist nicht Fehler von deinem Vater, sondern so hast du das erlebt, so hast du das wahrgenommen. Und du hast das so gewünscht, dass er wirklich stark ist und dass ich durchsetzen kann, dass er so richtig wirklich wie ein König dasteht. Und dieser Wunsch ist an dir. Und du brauchst oder bewunderst Männer, wo die dieses zeigen können, was du gerne bei deinem Vater gesehen hättest. So sucht deine Seele aus Männer oder Mann, wo du dich so hingezogen fühlst, wo diese Rolle spielen können, wo was zum Sagen haben, wo im Mittelpunkt stehen, wo sie stark sind, wo sie männlich sind, wo sie wissen, was sie wollen. Wirklich wie ein König dastehen, dass du das bewundern kannst, das ist eine so inneren, von der Kindheit aus, so inneren Wunsch, oder Sehnsucht, diese Sehnsüchte, also dass dieser Mars, nämlich Sonne und Mars in dein Horoskop sind in Verbindung. Beide ist männlich. Die eine symbolisiert das Vater, das ist Sonne, andere symbolisiert der Mann. Und das so ein bisschen im Ausgleich zu bringen, die liegen gegenüber. Die Sonne steht bei dir in die Spitze des Horoskopes, also in die Nähe. Das heißt, steht im Mittelpunkt wie ein Herrscher, wie ein König. Und das ist das Vaterbild. Aber das wurde immer wieder, dieser Glanz, diese Kraft wurde immer wieder mal in andere Richtung gekippt. Und das ist wie die Waageschale. Das war nicht im Gleichgewicht, sondern du hast erlebt mal so. Und so diese zwei männlichen Kraft, Mars und Sonne wirkt in dein Horoskop. Das ist nicht nur das Bild für Mann, was immer von Vaterfigur kommt, bin ich sicher, sondern auch deine Durchsetzung im Leben. Und wenn jetzt mal weglassen Vater und die Männer, sondern einfach wie du dich durchsetzen kannst im Leben, das ist Mars und die Sonne, diese Klarheit zu haben, dass du da immer etwas Themen hast, weil das brauchst immer im Gleichgewicht zu bringen. Und natürlich für dich, weil du möchtest diese Klarheit. Ich erkläre vielleicht ein bisschen kompliziert, also vielleicht einfacher ist es zu verstehen. Für dich als Kind wäre leichter gewesen, wenn dein Vater als Vorbild wie ein König da gewesen wäre und dir die Richtung gezeigt hätte und deine Klarheit geschaffen hätte, das ist deine Richtung, mach das, sei mutig. Das hat gefehlt.
Dadurch entstand diese Jod-Figur, wo deine Emotionen bei großen Entscheidungen dich unsicher macht. Und dieser Wunsch nach solcher Person, und das ist männlich, wo dir das dann vermitteln kann, also das ist so deinen inneren Wunsch. Und in jedem Fall, wenn jemand in dein Leben ist, ein Ehemann oder ein guter Freund, wo dir das ersetzt, wo das sagt, du schau mal, mach mal das, dir Klarheit bringt, dann fällt dir leichter, Entscheidungen treffen zum Leben und die Kraft, dich zu beweisen, das hast sowieso. Aber nicht nur diese Orientierung, diese Klarheit wichtig für dich, sondern jemand, wo dir sagt, wo dir Mut gibt. Und wenn das bei der Vaterfigur nicht so hundertprozentig da war und vielleicht in deiner Partnerschaft auch nicht so hundertprozentig da ist, was du eigentlich erwartest oder wünschtest, du hast diese Sehnsucht, diesen Wunsch an dir, dann, wenn das fehlt, dann mach das selbst. Dann sag zu dir selbst, ich bin doch okay, ich kann das, ich habe Mut, ich kann auch orientieren, ich kann das einordnen und dieses Gefühl in Unsicherheit, das alles loslassen. Dann spürst du die Begeisterung, die Leichtigkeit, den Mut, die Kraft. Dann kannst du das eigentlich transformieren für dich selbst. Das geht, das geht. Und für ein Skorpion geboren sowieso. Weil Skorpionen können etwas transformieren. Jetzt öffnen wir die geheimen Toren, weil das war eigentlich das Thema. Die zwei Geheimnisse im Horoskop sind die 8. Haus und die 12. Haus. Die 8. Haus sind die Schätze. Die Schätze, was im Verborgenen liegt. Das kannst du so vergleichen wie ein Fund und du musst noch graben. Ein bisschen graben, diese Schätze zum Rausholen. Und du hast in diesem Tor, wenn du diese verborgenen Schätze holen möchtest, das ist die Tor, was du öffnen kannst, das ist die Hausspitze 8, was nichts anderes ist, wie die Grenze zwischen 7. und 8. Haus. Ja, bei Tageshoroskopen darüber erzählt. Wenn da ein Fixstern steht in diesem Bereich, dann hast du da ein Hüter, ein Energie, ein Stern, das diese Tor hütet. Und das hast du auch. Und dieser Stern, wo dieser Tor die tiefe Geheimnisse hütet, dieser Stern heißt, ich hoffe, das ist es richtig ausspreche, dieser Stern heißt Praesaepe. Ich buchstabiere P-R-A-E-S-A-E-P-E. Praesaepe. Das ist das Hüter, dein Tor in die tiefe Geheimnisse. Dieser Stern ist wie ein weißer Fleck. Klar sehen. Hängt zusammen mit deinem Vaterbild. Klar sehen. Klarheit bringen in dein Leben, Sonne, was teilweise dein Vater vermittelt hat, teilweise nicht. Und das hat jetzt mit diesem Geheimnisse und dieser Tor jetzt nicht direkt damit zu tun. Das ist mir so eingefallen jetzt gerade. Sondern dieser Stern, diese Praesaepe, der hütet der Tor in die tiefe Geheimnisse in dein Leben. Und dieser Stern vermittelt klar sehen,
wie ein weißer Fleck, zwar in Dunkelheit. Das heißt, jetzt fällt mir auch als Beispiel an, die Katzen sehen in Nacht das, was wir nicht sehen. Seherische Fähigkeiten. Und mit diesen seherischen Fähigkeiten kannst öffnen die tiefe Geheimnisse in dein Leben. Du nimmst es an, dass du seherische Fähigkeiten hast. Du kannst in Dunkelheit wie ein weißer Fleck klar sehen. Und mit dieser Energie, dieser Hüter dieses Tores, kannst deinen Geheimnissen dieses Tor öffnen. Dieser Stern befindet sich oberhalb von Krebs und es ist ein Sternenhaufen und dieser Sternenhaufen hütet dein Tor zu den tiefen Geheimnissen. Das heißt, etwas klar sehen, das bedeutet, das klar erkennen, dass du diese Fähigkeiten hast und du kannst in die tiefe spirituelle Weg gehen. Dann auch diese seherischen Fähigkeiten, dass wo andere noch nicht sehen oder nicht in die Lage sind, was zum Sehen, dass du da siehst. Da hast du diese weiße Fleck, das ist übersetzt von dem Name von diesem Stern, übersetzt heißt weißes Fleck und seherische Fähigkeiten oder etwas klar sehen. Erstes Mal die seherische Fähigkeiten, das du an dir hast, oder da Bereiche, wo anderen nicht auskennen oder nichts richtig sehen, da siehst du klar und deutlich, dass du das erkennst, die Zusammenhänge. Das öffnet dir die Tor für die tiefe Geheimnisse. Und natürlich, dieses achte Haus ist auch Transformation. Bei dir steht das zwei Tierkreiszeichen in diesem Bereich. Das ist Löwe und Jungfrau. Und Löwe ist diese Sonnenhafte auch klar, das ist das Sonne, herrscht über die Löwen. Also sehen etwas, das könnte ich vielleicht so versinnbildlichen, wie wenn du eintauchen würdest in die tiefe, tiefes Wasser und kannst deine Augen öffnen und da, wo wirklich dunkel ist und im Verborgenen, in den Tiefen, einfach da plötzlich siehst alles. Dass du da deine Augen öffnest mit deinen hellseherischen Fähigkeiten, dass du da klar sehen kannst. Und mit diesem Stern, was dieses Tor hütet, zeigt auch in dieser Richtung und die Löwe, auch die Sonnenhafte, etwas klar sehen. Wo siehst du da klar? Im achten Haus. Das ist Skorpion, das ist Wasser, also in die tiefen Geheimnissen, in tiefen Wasser auch. Das ist Wasserelement, dieses Skorpionhaus, das da klar und deutlich siehst. Also wo du wirklich Klarheit bekommst und etwas siehst, das ist die tiefe Geheimnisse. Und mit Löwe kannst du es natürlich damit strahlen. Und mit Löwe kannst du das in die Öffentlichkeit präsentieren und hast du ein bisschen Jungfrau da. Also das kannst du ordnen und in Ordnung zu bringen, also dass das in Form kommt. Das wäre deine Fähigkeit in diesem achten geheimnisvollen Haus. In diesem achten Haus hast in dein Geburtshoroskop auch Einfluss, damit man das richtig versteht auch, da hast du ein Tor, wie ein geheimes Tor, was du öffnen kannst. Die Hüter dieses Tores ist
diese Sternreiser-Epe, was aussagt, etwas klar sehen, wie ein weißen Fleck, auch in Dunkelheit etwas klar sehen und diese seherischen Fähigkeiten. Mit diesen Fähigkeiten kannst du dieses Tor öffnen. In deinem Geburtshoroskop hast du einen Einfluss auf diesem Tor von deinem Geburtshoroskop von der Sonne. Es ist hier eine Lernaufgabe. Die Sonne nimmt dir diese Kraft oder die Sonne auf diesem Tor ist eine Herausforderung. Das heißt, die Sonne unterstützt das nicht, sondern dich bremst, dieses Tor zu öffnen. Und das ist wieder das Vaterbild. Und das ist auch vielleicht etwas Lernen, dass du die Sonne an Inneren suchst. Dass du dieses Wissen, diese Klarsehen, etwas klar erkennen oder diese Klarheit, was bei deinen Entscheidungen natürlich vorteilhaft wäre, etwas klar erkennen, dass du gar nicht mit der Sonnenenergie gewinnst, sondern in deiner inneren Sonne oder im Verborgenen. Und das zeigt dir dieser Türhüter, dieser Sternpreiser-Epe, dass du diese Licht eigentlich im Dunkeln wie ein weißer Fleck findest. Und das ist die verborgenen Geheimnisse, was du rausholen kannst und damit strahlen kannst und natürlich deinen inneren Sonne erkennen. Mit anderen Worten bedeutet das, dass du Klarheit über dein Leben bekommst. Dabei können andere dabei helfen und vielleicht brauchst du noch diese Unterstützung, dass jemand dich ein bisschen hilft bei Orientierung, bei Entscheidungen, besonders bei großen Entscheidungen, jetzt wie gerade beruflich, oder dir ein bisschen Klarheit gibt, dass du diese Unterstützung gerne hast. Wenn du deinen inneren Sonnen erkannt hast, in die tiefen Inneren, dann brauchst du es nicht mehr. Dann kannst du das selber und versuch diese geheime Tore zu Achterhaus öffnen, dass du da auch siehst, klar siehst, in dein Inneren klar sehen. Und dieser Einfluss von der Sonne, das dich dabei hindert, ist in dem Sinne ist positiv, weil sonst würdest du gar nicht in diesen Weg gehen, wenn du diese Hindernisse nicht gehabt hättest. Sondern das wäre dann selbstverständlich. Diese Aspekte im Horoskop, was uns Herausforderungen sind, so wie bei dir die Sonne auf diese Tor, sind oft hilfreich, weil wenn das nicht wäre, dann würden wir stehen bleiben. Dann wäre alles in Ordnung und dann hätte uns das nicht beschäftigt. Wir brauchen Herausforderungen im Leben und du hast diese Vater gebraucht, damit du in diesem Weg kommst, dass die Erkenntnisse, die Klarheit eigentlich an dir liegt. Und dass du da in deinem Inneren die Klarheit bekommst. Es ist vielleicht nicht einfach, aber du befindest dich in diesem Prozess und wenn du das an dir entdeckt hast, deine innere Sonne und diese Tor geöffnet hast, dass du eigentlich eine Seherin bist, dann natürlich das hilft und später hast mit dieser Jodfigur überhaupt kein Problem, weil dieses Gefühl, was dich unsicher macht, das auf einmal ist komplett weg. Jupiter bestrahlt auch diese Tor und zeigt, schau da genau hin, da ist dein Glück. Öffne diese Tür, da sind deine Möglichkeiten. Und das ist wieder, dass du klar sehen kannst, nicht im Hellig, sondern im Dunkeln, wie eine Katze, oder in dein Inneren, oder in die tiefen Geheimnissen, dass du mit deiner Hell
seherische Fähigkeiten klar und deutlich sehen kannst, alles. Und das hilft dir bei Entscheidungen. Und dieser Jupiter-Einfluss auf diese Tor ist eine Unterstützung und sagt, öffne diese Tür, da hast du wirklich Glück. Ganz gut bestrahlt diese Tor auch Saturn und sagt, lerne das bitte, bring es in Form, weil das ist dein Weg. Diese Tor, diese Öffnung, diese hellseherische, diese etwas klar zu sehen im Dunkeln sehen wie ein weißer Fleck im Dunkeln, das wird aktiviert zwischen 30. September dieses Jahres bis 5. Oktober dieses Jahres von Jupiter. Diese Tor, das zu öffnen, oder erlebst du das Intensive? Und ich wiederhole die Daten zwischen 30. September bis 5. Oktober. Das 12. Haus ist auch Geheimnisse, die verborgenen. Und in diesem Tor, was im 12. Haus öffnen kannst, da steht dein Geburts-Neptun. Nicht nur Neptun steht vor diesem Tor, sondern du hast ein Stern noch dazu, wo dieses Tor hütet. Und dieser Stern heißt Hahn. H-A-N. Und diese Stern, diese Hahn bedeutet die Knie von Ophiuchus. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Ich buchstabiere. Diese Stern, Hahn, H-A-N, ist die Knie von O-P-H-I-U-C wie Cäsar, H-U-U-S, Ophiuchus. Wenn hier dein Knie berührt und Neptun. Hier geht es um 12. Haus, hinter den Kulissen, auch die Verborgenen, aber auch die Feinden. Hier hütet dieser Tor, dein Geburtsneptun steht da, und dieser Stern, Hahn, diese Knie, Knie von diesem könnte ich nicht richtig aussprechen. Das bedeutet, niederknie vor niemand, sonst fühlst du dich enttäuscht. Klar und deutliche Aussage. Und Neptun, weil eben dieses Haus hütet und da sind deine Feinde, sagt Enttäuschungen. Lügen oder Betrug kannst du auch damit verbinden. Das heißt, dein Mond ist im 11. Haus. Das heißt, deinen Gefühlen sagen, ich brauche Freunde. Ich möchte beliebt sein. Ich brauche die Kontakte. Merkur steht auch da. Viele Kontakte mit Freunden und Bekannten. Merkur und Mond, 11. Haus, Freundschaften, Bekanntschaften. Das ist alles gut und recht. Aber zwischen Freundschaften und zwischen Feindschaften steht Neptun. Und das ist dieser Tor. Im 11. Haus geht es um Freundschaften. Im 12. Haus ist nicht nur die Verborgenen, und auch was hinter den Kulissen abspielt, die Geheimnisse auch, sondern auch die Feinde. Und es ist nur ein Schritt in diesem Zweibereich und diese Grenze in diesem Tor steht Neptun. Enttäuschungen. Du hast Freunde, die dich enttäuschen. Erkenne das. Und dieser Fixstern, was dieser Tor bestrahlt und hütet,
Diese Han, also ich buchstabiere H-A-N, sagt Niederknie vor niemand. Dann bist du auch nicht enttäuscht. Es ist nicht nur diese Tor oder Enttäuschungen von Freunden, sondern es ist ein Bereich wieder die Geheimnisse. Wieder was hinter den Kulissen ist. Da ist Venus, das ist die Liebe. Kann eine geheime Liebe bedeuten. Aber kann was auch, was anderes auch bedeuten. Es sind Fähigkeiten, was man geerbt hat. Und es ist schwierig zum Ausdruck zu bringen. Das sind auch die 12. Hausthemen. Und bei Neptun kann die Spiritualität sein und bei Venus auch die Kreativität. Das heißt, das sind die schlummernden Fähigkeiten, was man geerbt hat von Vorfahren, vor Ahnen. Da hat man einen Bezug auch zu Ahnen. Und das ist die Kreativität und Spiritualität. Und gerade dieser Saturn-Einfluss in diesem Bereich sagt auch, holt diese Fähigkeiten raus, bringst es in Ausdruck und sei davon überzeugt. Und dieser Tor sagt auch, erkenne deine wahre Freunde. Das war die zwei geheimnisvolle Haus, aber wir schauen die anderen Häuser an oder diese Toren. Zweite Haus. Hast auch ein Torhüter. Zweites Haus ist im Horoskop die Werte. Das ist auch das Selbstwertgefühl, aber auch die Finanzen. Du hast so großes Glück hier. Erstens steht genau Jupiter in dieser Hausspitze. Das ist das große Glück. Verbindet sich mit Uranus. In deine Berufung. Das heißt, wenn du deine wahre Berufung lebst, macht dich reich, das Geld fließt. Das ist eindeutig ein Geldeinfluss. Uranus steht im MC, in deiner Berufung, im höchsten Punkt im Horoskop, deine Berufung in Waage. Und die zweite Hausspitze steht Jupiter, das Glück. In Tierkreis zeichnen Wassermann und Waage und Wassermann, die sind zwei Luftzeichen. Also verbindet sich eine gute Energie. Durch deine wahre Berufung kommt das Geld. Und die Haus, diese Hausspitze, diese Tor, steht doch das Glück da, Jupiter. Du kannst natürlich auch Glücksfälle haben mit diesem Jupiter-Einfluss, ganz klar. Dann habe ich dir ausgerechnet, wo dein Glückspunkt ist im Horoskop. Habe ich schon erwähnt vorhin. Dein Glückspunkt steht im Horoskop, im zweiten Haus, in Finanzen. Das heißt, da hast du Glück in dein Leben, in Finanzen. Nicht nur Jupiter steht in diesem Tor, sondern du hast auch einen Hüter in diesem Tor. Und dieser Stern heißt Boss. B-O-S. Hütet dieses Tor. Dieser Stern vermittelt die Energie, guter Verstand und gute Entscheidungen. Versucht selbst klar sehen, klar orientieren, klare Entscheidungen treffen, kluge Entscheidungen und kluge, klaren Verstand. Mit diesem Energie von diesem Stammboss kannst die Türen öffnen, mit klarem Verstand und mit guten Entscheidungen. Und Jupiter bestärkt das noch mit Möglichkeiten und Glück und das auch sogar die Glücks Punkt steht auch da. Das sind eine von den Glückspunkten, das ist eine ganz, ganz alte Berechnung. Ich habe das ausgerechnet, steht auch in dein zweiter Haus. Also da im Finanziellen hast Glück in dein Leben.
Wenn ich die dritte Haus anschaue, das sind die dritte Haus in der Verwandte, die kleine Reise, die Umgebung, die Nachbarschaft. Hier hast du kein Hüter, Türhüter, steht aber in deinem Geburtshoroskop Chiron hier in diesem Bereich. Das heißt, manchmal kränkt dich das alles, auch im Tierkreiszeichen wieder. Das heißt, immer wieder hast du außer anderes gezogen in Verwandtschaft, aber auch mit Nachbarschaft, dass da kommt immer wieder mal Reibungen und das kränkt dich ein bisschen, dieser Bereich. Aber Chiron wirkt hier in deinem Geburtshoroskop, aber in diesem Tor hast du keinen Einfluss, kein Fixstern. Das ist vielleicht nicht der Bereich, wo du unbedingt dann so öffnen solltest. Wobei, das trifft dich natürlich auch, aber im fünften Haus, was die Lebensfreude, die Hobby betrifft, aber auch die Kinder, du hast zwar Planet da, das ist Mars, im Tierkreiszeichen Stier, aber hier hast du auch keine Torhüter. Das mit den Kindern hast du immer wieder mal, musst du dich durchsetzen mit dieser Mars-Energie, also das ist nicht immer einfach, aber immerhin hast du im Stier, das ist ein Venus-Zeichen, das ist stabil, das ist in Ordnung, aber du brauchst viel Kraft, viel Energie und viel dich durchzusetzen mit deinen Kindern. Im sechsten Haus war auch kein Torhüter oder Fixstern, in diese Türen zu öffnen. Aber was interessant ist, ist dein siebtes Haus. Die siebte Haus, die Partnerschaft. Hast du Saturn hier, also Lernaufgabe. Übrigens ist auch die Spitze dieses Jodfigur, was ich erklärt habe, steht im Tierkreiszeichen Krebs. Das heißt, du bist sehr familiär. Ist für dich auch wichtig, die Familie ist auch eingeschlossen. Das heißt, du hast ein großes Bedürfnis nach Familie, nach dieser familiäre, mit dieser Saturn, auch nach Sicherheit, nach Stabilität, aber das ist eingeschlossen. Das heißt, du fühlst du dich da wie eingesperrt und hast das Bedürfnis, nach frei zu sein oder nach Befreiung. Andererseits, dieser Krebs hält dich immer drin. Weil das ist dein Zuhause, das ist deine Familie. Und da findest du Stabilität und Halt. Und da hast du die Spitze dieser Jodfigur, diese, was ich erklärt habe, diese Dreieck, wo diese drei Elemente miteinander verbunden sind. Wasser, also das ist dieser Saturn im siebten Haus, Krebs. Dann Neptun im Feuerelement, im Grenzen zwischen 12. und 11. Haus und Jupiter im Wassermann. Das heißt Feuer, Luft und Wasser. Und diese Figur, wie ich schon Anfang erklärt habe, das ist bei jeder großen Entscheidung, diese drei Elemente wirken auch. Und die Feuer ist die Begeisterung, die Luft die Leichtigkeit und die Wasser ist die Gefühle, die Emotionen, das dich dabei ein bisschen bremst auch. Und hier hast du genau in dieser Spitze hast Saturn. Das ist eine Lernaufgabe. Erstes Mal dieses Gefühl transformieren. Das kannst du mit deiner Skorpion-Energie das transformieren. Und bei siebter Haus, Partnerschaft, dieser Wunsch nach Stabilität, Sicherheit, Halt, Saturn, ganz klar und deutlich. Und dieser Krebs auch, die Familie ist wichtig und heilig, das hütest du auch, diese heilige Familie, aber
selbst fühlst du dich eingesperrt, fühlst du dich nicht frei? Ist auch dein absteigender Mondknoten hier. Das heißt, es ist nicht nur jetzt, was du erlebst, sondern das hast du schon im vergangenen Leben schon erlebt. Da wiederholt sich etwas. Erstes Mal liegt genau hier in diesem Bereich dein alter Karma, dein absteigender Mondknoten, und Saturn ist auch rückläufig, hat eine karmische Bedeutung. Das heißt, dass du in alten Leben, in alten Karma hast du dich aufgeopfert für die Familie. Du warst immer für andere da. Du hast gemeint, das ist deine Stabilität, aber du hast dein Selbst nicht gelebt. So hast du es erlebt im früheren Leben. Im jetzigen Leben wiederholt sich in gewissem Maße das Ganze. Und bist du jetzt gerade dabei zu lernen und mit dieser Skorpio-Energie das transformieren? Es muss nicht zu Trennung führen, nicht missverstehen, sondern innerhalb von die Familie, innerhalb in die Ehepartnerschaft selbst zu sein, was du auch lernst, weil dein aufsteigender Mondknoten liegt im ersten Haus. Das Schwierige ist, dass du bei dieser aufsteigenden Mondknoten selbst zu sein, zu dir selbst zu stehen, hast die Lilith auch da, was dazu neigt, es abzulehnen. Das erschwert sich ein bisschen, diese Lilith-Energie, weil du darfst nicht in dieser Richtung denken und fühlen, dass du dich selbst aufgibst und ablehnst. Sondern erkenne dich selbst, lebe dein Selbst, steh dazu und fühle dich frei. Fühle dich frei, dann kannst diese karmische Knoten lösen, diese Karma. Und was sehr schön ist, dass in diesem siebte Haus, in deiner Partnerschaft, dieser Tor, hast du auch ein Torhüter. Und dieser Stern heißt Al-Nilam. Ich buchstabiere A-L-N-I-L-A-M. Diese Al-Nilam ist ein weißer Stern im Gürtel von Orion, von Sternbild Orion. Und das ist das glänzende Stern von dem Orion. Und der Name dieser Al-Nilam kam auch von Arabischen und heißt es in die Arabischen A L N I T H A M, also Al-Nilam, hieß es ursprünglich Arabisch und übersetzt heißt es die Perlenkette. Das heißt, für eine glückliche Partnerschaft kannst du die Toren öffnen mit diesem Stern, weil das hütet dieses Tor, diese Al-Nilam, was die glänzende Stern, ein weißer glänzender Stern im Sternbild Orion ist, die Gürtel von Orion, und die Araber nannten diese Stern die Perlenkette. Was heißt bei dir, wie kannst du das in dein Leben umsetzen? Du kannst eine glückliche Partnerschaft zu leben, oder glücklich sein in die Liebe, Partnerschaft, Ehe, wenn du erkennst, dass du die Perle bist. Glaub mir, die liebe Gott hat schon was dabei gedacht, dass du genau in diesem Augenblick geboren bist und nicht umsonst hast du in Deszendent, in diesem Tor für die liebe Partnerschaft, diese Stern als Wirkung, die Perlen.
Also erkenne, dass du eine weiße Perle bist, diese Perlenkette. Wenn dich das hilft, die Energie dieses Sternes, ich würde persönlich empfehlen, Perlenkette zu tragen, dann hast du Energie, wirklich dieses Tor zu öffnen. Nicht nur diese Perlenkette öffnet bei dir das Glück in deiner Partnerschaft, sondern es wirkt nochmal ein Stern hier und das heißt Al-Heka, ich buchstabiere A-L-H-E-C wie Cäsar, K-A und das bedeutet fahren, führen. Und das mit anderen Worten, alles im Selbst nehmen, alles in Hand zu nehmen, selbst fahren, selbst alles führen. Beide Sterne hüten dieses Tor, damit in einer glücklichen Partnerschaft leben kannst. Und das ist die Perlenkette und der Fahrer. Wenn ich die achte Haus haben wir besprochen am Anfang, das war dieses geheimnisvolle Haus. Die neunte Haus, das geht mit Ausbildung, mit Ausland, mit Großreisen. Wie öffnest du diese Tür? Hast du da Torhüter? Ja, du hast der Nebula, ist dieser Stern, wo diese Tor hütet und das ist das göttliche Richter. Das heißt, du verdrehst die Gerechtigkeit und bleib dabei um dein Gerechtigkeitssinn, weil das öffnet dir Türen bei Reisen und auch bei Fortbildungen, aber auch bei deinen inneren Reisen. Das gibt dir Glück, wenn du in diesem Energie bleibst, Gerechtigkeit. Der höchste Punkt in dein Horoskop, wie ich schon sagte, das ist in Tierkreiszeichen Waage, wo gerade auch Jupiter wirkt und gibt dir Möglichkeiten, Chancen, deine Berufung zu leben, und steht Uranus da. Das haben wir besprochen, außergewöhnliche Berufe, nicht durchschnittlich, bringt dir auch Glück. Ganz vorteilhaft ist auch Astrologie, weil das ist die Planet auch die für Astrologie, aber auch für Entdeckungen. Das ist auch typisch für Uranus. Gib da einen Stern, wo diese Tür dir öffnet zu deiner Berufung. Ja, gibt's. Und dieser Stern heißt Arcturus. Ich buchstabiere. A, R, C wie Cäsar, T, U, R, U, S. Das goldenen Stern, der linken Knie von Bärenhüter. Bärenhüter ist ein Sternbild, wo die großen Bär beschützt. Und dieser Stern, dieser Arcturus, hilft bei dir in beruflichen Türen zum Öffnen, dass du da Möglichkeiten und Chancen bekommst. Das heißt, jemand beschützt dich. Die Bären hüten, jemand hütet dich dabei. Also, du bekommst eigentlich göttliche Unterstützung dabei. Und wieder die Knie. Kannst du noch erinnern, dass wir bei 12. Haus in diesem Tor auch etwas mit Knie zu tun haben? Niederknie vor niemandem? Genau, das drückt das, dieser Stand auch aus. Also du hast zweimal die Aussage, lass dich nicht unterdrücken. Niederknie vor niemand. Du hast oben Uranus, zeigt nicht nur Berufung an, sondern auch deine Ausstrahlung, was du erreichen kannst. Und das ist außergewöhnlich. Und hier in die Spitze deines Horoskopes
ist dieses goldenen Stern von Bärenhüter. Bleib in deinem Glanz, strahl dieses Gold aus und niederknie vor niemand. Du bekommst Unterstützung von anderen. Jemand hütet über dich. Bei den Ägyptern heißt dieser Stern, dieser Arcturus, bei den Ägyptern ist es Smart, der wo herrscht, also herrsche. Du bist nicht dazu geboren, dich zu unterordnen, sondern du bist dazu geordnet, dass du herrschst. Und du bist eine weiße Perle und sei mit diesem bewusst auch. Und du brauchst nicht die Sonne von außen als Wegweiser, das dir sagt, in welche Richtung du gehen sollst, sondern bei dir leuchtet die innere Sonne, diese weiße Fleck im Dunkeln, diese innere Sonne. Und du kannst es von inneren sehen, spüren. Du bist Seherin und du hast einen außergewöhnlichen Lebensweg und bist eine außergewöhnliche Persönlichkeit und du bekommst diese Unterstützung. Jemand behütet dich auch. Aber pass auf, vertraue nicht alle deine Freunde und niederknie vor niemand, sondern du sei bewusst damit, du bist die Perle, diese Perlenkette und du bist auch die Fahrer, wo das alles in Hand nimmt und alles selbst meistert. 11. Haus, Freundschaften. Hast du hier am Tor etwas, was dich da hütet? Ja, hast du auch. Die nördliche Schale der Waage. Abwiegen. Was betrifft dich da? Die Freundschaften. 11. Haus, Freundschaften. Wiegt es ab. Mit deinem Lebensalter bist jetzt gerade in den Grenzbereich zwischen Zwilling und Krebs. Das heißt, es ist wichtig, etwas lernen. Ist es auch wichtig, die Familie. Und hast du auch bald erreichst, auch mit deinem Lebensalter Saturn im 7. Haus, das sind wichtige Entscheidungen im Leben, was deine Partnerschaft betrifft. Du wirst mit deinem Lebensalter so ein Jahr diese Spitze erreichen, dann wird auch wichtige Entscheidungen bezüglich Partnerschaft zu sein. Aber vergiss es nicht, dass du bist diese Perle und du machst die Entscheidungen und du führst das auch, dass von dir selbst überzeugt bist. Also zurück mal die zwei Tierkreiszeichen mit deinem Lebensalter befindest du dich zwischen Zwilling und Krebs, das ist Familie und Partnerschaft und die Zuhause, aber auch bei Zwilling etwas noch lernen oder Kontakte pflegen. Und hier wirkt in diesem Punkt, wo du gerade mit deinem Lebensalter dich gerade befindest, hast du auch einen Einfluss von außen. Und dieser Stern, wo dich mit deinem Lebensalter gerade auf dich wirkt, dieser Stern heißt Menkalina. Ich buchstabiere M-E-N-K-A-L-I-N-A-M. Das ist ein gelber Stern, bedeutet übersetzt Schulter und zeigt, die Aussage ist von diesem Kerl, nimm die Zügel selbst in Hand. In diesem Lebensabschnitt befindest du dich gerade eben und dieser Fixstern wirkt auf dich, nimm selbst die Zügel in Hand. Der Glückspunkt, was ich ausgerechnet habe, haben wir besprochen, das hast du in Finanzen, dort hast du Glück. Und den Liebespunkt habe ich auch ausgerechnet, du hast das im 12. Haus, etwas Verborgenes und genau mit deinem Venus, also dein Liebespunkt in deinem Horoskop, da wo deine Liebe findest,
hast genau in diesem Punkt, wo dein Geburtsvenus steht, etwas im Verborgenen. Etwas im, liegt auf jeden Fall im 12. Haus. Ich versuche das zusammenfassen, Victoria. Also, das bedeutet, du stehst gerade im Saturn-Einfluss. Deine Persönlichkeit ändert sich. Du hast mit Liebe, Partnerschaft momentan einen Einfluss im Bereich Liebe, Partnerschaft. Du stehst vor beruflichen Veränderungen. Du bist etwas unsicher. Darfst nicht, sollst nicht unsicher zu sein, sondern das, was dich begeistert, dort, wo du die Leichtigkeit fühlst, da sei mutig und wage es. Du holst jetzt noch Unterstützung, bisschen zum Orientieren, ist es auch alles okay. Bald lernst du das alles selbst in Hand zu nehmen und mit deiner inneren Sonne, mit deiner inneren Wahrnehmung oder inneren Stimme bist du immer sicherer, dass selbst alles in Hand nimmst. Sei etwas vorsichtig mit Freundschaften, auch wenn du da große Bedürfnis hast, Freundschaften zu pflegen oder Freunde zu haben im Leben, weil das in deinen Gefühlen, für dich ist es wichtig auch. Trotzdem sei etwas vorsichtig und trenne die Spreu von Weizen. Da hast du auch ein bisschen Lernaufgabe. Dann auch, dass du vor niemand niederkniest, sondern mit dir selbst bewusst bist. In Partnerschaft ist für dich wichtig, weil das gibt dir Sicherheit, Halt, Stabilität. Du bist ein Familienmensch. Aber fühlst du dich nicht ganz frei? Es muss nicht so weit kommen, dass du das aufgibst, aber leb in die Partnerschaft dir selbst. Und sei damit bewusst, du bist die weiße Perle. Nicht nur die weiße Perle, sondern auch das weiße Sehen auch. Und hol diese inneren Sonne und vertrau deiner inneren Stimme, vertrau deine hellsichtigen Fähigkeiten. Du bist sehr hast Gerechtigkeitssinn. Behüte das, dein Gerechtigkeitssinn weiterhin, weil das öffnet dir Türen und Möglichkeiten. Du stehst vor Schutz und du wirst deine wahre Berufung erreichen. Etwas ruft dich beruflich und das ist etwas Außergewöhnliches. Als Beispiel könnte ich Astrologie nehmen, aber auf jeden Fall was Außergewöhnliches, was nicht so alltägliches Beruf ist. Diese wahre Berufung, was dich auch ruft, macht dich reich. Hast da Glück, in Finanzen hast du Glück. Brauchst das Gefühl dazu, dass du mit deinen eigenen Werten bewusst bist. Dass du dich das so mitschleppst, das kommt von deinem alten Karma. Da hast du in Familien gelebt, hast du dich aufopfert, für andere immer da gewesen, hast du dich auch enttäuscht gefühlt, das, was du jetzt korrigierst. Das heißt nicht, dass du alleine sein solltest, sondern das heißt, selbst zu sein, dass du mit deinen wahren Werten bewusst bist. Leider neigst du dazu, dich abzulehnen. Aber das, was gerade Saturn formt. Und denk immer an diese weiße Perle, weil das bist du. Und wenn das dir hilft, dann trage diese weiße Perle, dann erinnert dich das in jedem Schritt und jedem Moment. Das bin ich, ich bin die weiße Perle. Und so bringst dein Leben in Form. Und wenn diese Gefühle, Unsicherheit verloren geht, dann heißt es, dass du mehr orientierst, dann weißt, was du bist, du nimmst die Zügel in Hand, bist immer selbstbewusster, dann bist du mit deinen eigenen Werten bewusst, lebst deine Berufung und das bringt dir Glück, Anerkennung und Erfolg beruflich, aber auch finanzielle Glück. Hast du sogar das Glückspunkt im finanziellen Bereich, also allgemein in deinem Leben hast du im Finanzen Glück. Und die Liebe und die Partnerschaft, das ist irgendwie noch im Verborgenen. Aber was noch bei dir so im Verborgenen liegt, deine Kreativität, deine Spiritualität, deine hellsichtige Fähigkeit, versuch das zu rausholen, weil du hast die Möglichkeit, die Kraft, das auch in veröffentlichen, in die Öffentlichkeit bringen und damit strahlen und beruflich was zu erreichen. Und das war dein Horoskop.
Ich bedanke mich für diesen Auftrag, Victoria, und auch für das Zuschauen, eure Dendera.